Es ist schon echt unheimlich hier, gerade im Dunkeln. Die ist von 1930. Ja, es wird wohl nachher auch noch eine Overnight geben, ne? In dieser Badewanne soll jemand gestorben sein. Hier geht's hoch auf den Dachboden. Hier die ganzen Handbadbrücke. Ah, da sind die Gasmasken. Das finde ich ja cool. Wir sind hier jetzt nochmal außen bei dem Hauptgebäude. Ich weiß nicht, ob ihr das seht in der Kamera. Also da oben auf dem Balkon wohnen dann die Kinder. Genau. Durften die dann kurz frische Luft schnappen. Genau. So Leute, erste Overnight in einem Lost Date. Das wird auf jeden Fall verrückt. Leute, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade beim großen Community-Treffen von Kimi und wir haben hier ein riesengroßes Gelände mit einer Heilanstalt, Chefarzt, Villa, keine Ahnung was alles. Das werden wir jetzt erkunden zusammen. Es ist schon dunkel, es ist schon spät. Ich hoffe, es wird gruselig. Ich nehme euch mit. Im Weg durch den Wald habt ihr ja gerade schon gesehen. In der Chefarzt-Villa sind wir jetzt angekommen. So viel steht hier nicht mehr rum, aber diese Lampe, die fällt schon noch auf, ne? So. Es ist schon echt unheimlich hier. Gerade im Dunkeln. Guck mal, hier liegt sogar eine alte Zeichnung auf dem Boden. Die ist von 1930. Richtig, richtig alt. Oh. Hier diese Gardinchen. Da ist die Tür zugenagelt. Es riecht hier tatsächlich ein bisschen blumig. Ungewohnt für ein Lost Place. Das ist noch so eine Vitrine mit Schubladen. Da geht es gleich nach oben. Das schauen wir uns gleich an. Ich würde gerne erstmal hier unten noch ein bisschen gucken. Ah, hier sind teilweise leere Räume. Da geht es sonst in den dunklen Wald, Leute. Ich finde dunkle Wälder unfassbar gruselig. Dann auch leere Räume. Aber die Tür sieht schon wieder geil aus. Hier war dann wohl die Küche. Hier ist noch der Ofen. Waschbecken. Boah, ist die Scheibe versifft. Krass. Spinnenweben sind natürlich auch mit am Start. Dürfen nicht fehlen. Ist noch eine Lampe. Und die Toilette. Okay, das haben wir auch nicht so auf den Lost Places. Außer Betrieb, diese Toilette darf nicht benutzt werden. Alles klar. Ja, es wird wohl nachher auch noch eine Overnight geben. Ne? Mal gucken, wer hier noch mit übernachtet. Bin hier natürlich nicht ganz alleine unterwegs. Aber ich versuche gerade hier noch mal ein bisschen zu filmen. Ich werde jetzt mal ein bisschen nach oben gehen, dann werde ich mal schauen. Wir sind in der ersten Etage angekommen. Aber hier ist nicht allzu viel. Auch nochmal eine Toilette, nochmal ein Waschraum. Wo führt denn die Tür bitte hin? Da war doch nichts. Ach gut, die ist auch zu, ne? Ich weiß gar nicht, das Ding hier im Balkon. Es geht gar nicht auf. Ist alles zu. Ja, und es gibt eine Geschichte, ne? In dieser Badewanne soll jemand gestorben sein. Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Und dann hier erstickt. Ich weiß nicht, ob es die Tochter vom Chefarzt war oder eine Patientin. Und dazu dann diese Blümchentapete. Ich werde nicht mehr. Hier haben wir noch weitere leere Räume. Hier sind auch noch irgendwelche Schränke, die sind eingebaut. Aber hier oben ist leider alles leer geräumt. Schade, ich habe gehofft, dass hier noch ein bisschen was liegen würde. Das Auge im Schrank. Kennt ihr mal das Spiel Eis? Dieses furchtbare, schlechte Spiel. Erinnert mich dran. Oh, es geht sogar noch weiter nach oben. Oder in dieser Badewanne. Boah Leute, ich will euch jetzt nichts Falsches erzählen. Ob es jetzt diese Badewanne war oder eine andere Badewanne, kann ich nicht genau sagen. Es gibt noch mehrere Gebäude auf diesem Gelände. Vor der Schrank. Da hatte ich jetzt ein bisschen Schiss rumzugucken.
Hier geht's hoch auf den Dachboden. Machen wir uns mal ein bisschen stimmungsvolles Licht in dieser stimmungsvollen Location. Hier war nur ein Waschbecken. Ja, wir sind hier Spinnenweben. Jetzt machen wir mal ein bisschen Licht, ey. Oh, krieg ich schon ein bisschen Schiss. Das ist der Dachboden. Ja, da der Kachelofen. Und ein Pentagramm an der Wand. Relativ leere Räume. Aber wir gucken uns gleich noch mal ein bisschen auf dem Gelände um. Vielleicht kann man da noch was entdecken. Vielleicht. Schauen. Wir gehen erstmal wieder runter und dann gucken wir da mal weiter. Da ist auch der Jimmy Urbex. Hallo. Und noch ein paar andere Leute. Der Chris ist auch mit dabei. Ja, wir kommen gerade aus dem gruseligen Keller. Ja, wo ist denn der Keller? Ja, unten da. Ah. Der ist riesig. Muss man direkt auch an die Wände gucken, wenn du runterkommst. Okay. Gar nicht gesehen, dass wir hier noch einen Keller haben. Bin direkt drin vorbeigelaufen gerade. Oh, der ist ein bisschen unheimlich, das muss ich schon sagen. Boah, das ist ja hier so ein Kriechkeller, ne? Hier kannst du uns nicht reinkriechen. Ich mach sowas sehr gerne, aber gerade habe ich nicht so viel Lust dazu. Ich möchte mich nicht unbedingt schmutzig machen. Hier die ganzen Handabdrücke. Ja gut, aber man sieht ja, das ist Farbe, ne? Das ist definitiv kein Blut. Aber leicht pink und am Schimmern. Aber hier ist nichts mehr drin. Ich weiß nicht, ob hier die Heizung auch noch drin war. Muss ja theoretisch, ne? Hier ist noch ein altes Regal. Hat so Sachen. Boah, ist das Ding am Rosten hier. Das sieht krass aus. Aber hier geht schon wieder nicht weiter. Hier ist, ah ne, da ist noch was. Da ist noch eine, boah, von Fissmann sogar. Sieht gar nicht mal so alt aus. Vielleicht funktioniert die ja so. Wäre schön, aber ist leider nicht so. Puh, was ist das hier für ein Raum? Hier wurdest du nachts eingesperrt, wenn du Scheiße gebaut hast. Mit der eingetretenen Tür hier. Oh, ihr seht schon die ganzen Mücken an der Decke. Schön. Was ist denn das hier gewesen? Ein Waschbecken noch? Nee, guck mal, hier konntest du irgendwas heizen. Kannst, glaube ich, hier Kohl oder sowas reintun. Und dann irgendwie was erwärmen. Von außen kannst du nochmal hier auf die Terrasse. Okay. Die überdacht ist. Ja, da habe ich gerade versucht, die Tür aufzumachen, aber. Genau, das geht nicht. Ja, haben wir den hier noch? Ah, okay, hier geht's noch rum. Das ist aber eine süße kleine Terrasse hier, ne? Aber die hat was ganz Besonderes, die Kette. Die Kette, wo was weiß ich wer dran hing. Da ist irgendwas im Gebüsch. Ein Stuhl? Keine Ahnung. Das Gruseligste ist der Wald hier drumherum. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr creepy, muss ich sagen. Guck mal, jetzt ist das Feuerchen schon an. Wie schön. Die Licht steht auch. Oh, wie schön, das Feuerchen ist an. Überall sind hier irgendwelche Gebäude, hier ist überall irgendwas, ne? Das ist das nächste Gebäude. Leute, guck mal, wie das aussieht mit diesen offenen Türen hier. Das ist ja mal richtig creepy. Schade, die Räume wären hier gut zum Schlafen, ne? Ah, geht so. Weiß ich noch nicht. Nee, hier ist, okay, da kommt die Decke schon runter. Das ist nicht so cool, wenn du da schläfst und dir der Putzschutz runterkommt. Oh, da ist schon alles runter. Boah, ja. Also ich glaub, aber die Lampe hängt noch, guck. Ja, ja, die Lampe hängt ja noch. Oft so, dass, also die ganze Decke runterkommt, aber oft die Lampe immer noch hängt. Boah, ja, alles runtergekommen. Ich glaube, hier brauchen wir gar nicht weiter. Ein bisschen kannst du weitergehen. Echt?
war mal da. Okay, hier sind wir, ja. Ja, da geht's ja raus, oder? So, zu. Der Luft sieht cool aus an der Decke, wenn es alles unterblättert hier. Geht's hier in den Keller? Nee. Achso, also Badewanne haben sie. Oh mein Gott, sieht das hier aus mit diesem grünen Moosbedeck. Sieht auch noch interessant aus. Die sind auch relativ klein, die Badewanne, oder? Von der Länge her. Aber für Kinder sind die jetzt nicht mehr länger. Die Waschbecken hier, das Grüne, ne? Bei so alten Gebäuden weiß ja auch nie, ob noch Asbest irgendwo ist, ne? Ja, ja. Oh, hier sieht es überall relativ gleich aus. Wollen schon wandert hier Zellen oder Zimmer? Oder? Isolierstation. Isolierstation, ah. Die Kinder sind hierher gekommen. Ja. Und dann sind sie als erstes quasi zum Isolieren hier reingekommen und dann sind sie auf die anderen Zimmer quasi gekommen. Ach so. Aufnahmestation, Isolierstation dann quasi, ja. Das war ja gegen Tuberkulose. Ach, okay. Ja, die Lungenkrankheit, ne? Nee, hier ist ein Waschbecken. Ich weiß nicht, hat das Gebäude hier einen Keller oder nicht? Das Ding hat einen Keller. Oh, hier ist der Keller. Ich habe den Keller gefunden. Wir gehen in den Keller. Ich hab Bock auf Keller. Da steht einfach ein Klo in der Ecke. Aber viel mehr ist hier nicht drin. Kann ich hier noch stehen? Perfekt, meine Größe. Und der Gang, der sieht auch creepy aus da hinten. Aber genau hier lohnt es sich reinzugehen. Ja, hier macht Bock, ne? Alle Lichter ausmachst, ne? Mach mal alle Lichter aus. Also wenn du kein Licht hast, dann hast du verloren. Ist dunkel, ja. Dauert ein bisschen, bis die Augen sich dran gewöhnen. Also Schächte noch. Und hier liegt das Interessante. Ah, da sind die Gasmasken. Da drüben auch eine. Was? Das finde ich ja cool. Aber wieso denn Gasmasken? Meinst du, das ist original? Tuberkulose-Klinik macht doch gar keinen Sinn. Naja, vielleicht als Kriegszeiten allgemein. Ist ja vor dem Krieg gebaut worden. Was ist denn da hinter dem, hinter dem Loch? Ja, hier muss ich leider auch gedückt laufen. Das wird immer enger hier. Da ist einfach nochmal so ein Raum. Hier ist Ende, ne? Boah, das sieht aber krass aus mit dieser Küche, oder was hat hier das? Ich will mich am Treppengelände aber nicht so fest. Hä? Vermutlich nachts irgendwann angehen. Denke ich mir auch mal. Achtung, akute Einsturzgefahr, okay. Ja. Ja, ja, hier siehst du ja nur die Dämmwolle. Du siehst ja gar nicht, wo der Boden ist. Sind einfach irgendwo Löcher überall. Nee, da gehe ich nicht hin. Wir sind hier jetzt nochmal außen bei dem Hauptgebäude. Ich weiß nicht, ob ihr das seht in der Kamera nachher. Das sieht richtig krass aus noch von außen. Also da oben auf dem Balkon wurden dann die Kinder. Genau. Durften die dann kurz frische Luft schnappen. Genau. Ich finde das gerade eher am gruseligsten, hier durch den Wald zu laufen. Ich weiß nicht, die Gebäude sind gar nicht so gruselig. Aber ich sehe hier kein Gebäude. Dann müssen wir wohl weiter in den Dschungel rein. Gut, wenn wir ein bisschen so einen Trampelpfad erkennen würden. Also wenn es ruhig ist, ne? Aber wenn es stürmisch ist und das dann hier drinnen noch durchpfeift, ja, dann ist das nochmal anders. Ich würde den Weg hier lang gehen. Na, hier ist so ein bisschen platt getrampelt. Zur Not gehen wir nochmal rechts und dann kommen wir wieder zu dem Spot an. Also irgendwie kriegen wir das hin. Wenn wir links laufen, dann kommen wir weiter in den Wald rein. Wenn wir rechts laufen, kommen wir wieder zurück. Ich weiß. Oder? Geradeaus. Die meint, wir verlaufen uns. Wir verlassen den Ort hier. Wir müssen hier nur aufpassen, dass uns die nicht begegnet. Slenderman. Warte mal. Pedro der Waschbär. Hier. Außenwelt. Aber Außenwelt klingt doch, als ob da nichts mehr ist, oder? Außenwelt klingt eher so, dass da dann genau das ist der Ausgang quasi. Aber Ausgang gibt's hier nicht. Hier geht's nur noch tiefer. Da ist auch nur ein Baum. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. So Blair Witch Feeling. So Leute,
erster Overnight in einem Lost Place. Ich habe gar nichts gefilmt, den Aufbau gar nichts. Ich bin auch nicht komplett alleine hier. Ich will ja auch nicht lügen. Der Chris schläft da hinten. Ist ein bisschen Licht. Der Jimmy Urbex schläft auch mit da. Ist auch schon eingekuschelt. Ja, mein Setup ist auch da, ne? Ich werde mich jetzt auch schön hier reinkuscheln. Werde ich mal ein bisschen die Äuglein zumachen und gucken, ob wir hier ein bisschen schlafen können. Das wird auf jeden Fall verrückt. Hier ist mein kleines Nachtlämpchen. Habe ich noch ein bisschen was zum Anziehen. Schuhe, Powerbank, Handy. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken, wie es wird. Ist ein bisschen unaufgeräumt hier, aber das ist gerade, glaube ich, nicht so wichtig. So, wenn irgendwas heute Nacht passiert, melde ich mich. Oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Ansonsten sage ich jetzt erstmal gute Nacht. Guten Morgen. Es ist kurz nach 7. Ich habe gar nicht geschlafen. Fast nicht. Ich fühle mich elendig. Und genau so habe ich mir meine erste Overnight vorgestellt. Aber ich habe es geschafft. Ich werde mich gleich irgendwann fertig machen. Ich sehe wahrscheinlich auch total fertig aus. Ich habe gar keine Stimme. Jimmy ist schon wach. Ich habe gerade schon kurz gefilmt. Wie geht's dir? So wie immer. Ja. Ganz normal. Gut geschlafen? Besser geht's natürlich zu Hause, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich nicht gefroren. Es war warm genug. Es war teilweise zu warm. Aber ich bin fertig. Ich habe keine Stimme. Ich fühle mich krank. Aber das ist, glaube ich, dieses morgens um 7 Uhr. Das habe ich sonst auch zwischendurch. So, der Morgen ist erwacht. Erwacht. Wie sehen wir das Ganze nochmal von außen? Halb von außen, Außenfenster raus. Nicht wundern, ich bin nochmal auf den Dachboden umgezogen. Weil, wegen Schnarchgeräuschen. Hier war dann ein bisschen besser. Hier habe ich dann geschlafen. Hier hat der Jimmy geschlafen, der bringt schon seine Sachen zum Auto. Ja, da ist das gute Stück. Jetzt werden wir mal den Chris wach machen. Dann geht's weiter auf Tour. Aber ich verabschiede mich schon mal hier. Oh, erstmal wach werden. Leute, lasst gerne ein Like auf den Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.